Hallo und herzlich willkommen auf startdrumming.de. Heute geht es weiter mit meiner Serie zum Thema Üben. Ich zeige euch heute ein Konzept, wie man effektiv Lücken im Tagesablauf nutzen kann, wie der Titel dieses Videos schon sagt. Wenn man keine Zeit zum Üben hat, dann sollte man dann sich begreiflich machen, dass es eben doch immer wieder Lücken im Alltag gibt, die man zum Üben nutzen kann. Grundsätzlich ist es natürlich so, man sollte sich einfach einen Zeitraum fest vormerken und den sich einfach nehmen, täglich oder zumindest regelmäßig. Da schaut ihr mal bitte in die Playlist zum Thema Üben rein. Da habe ich schon ein paar Videos gemacht, wo ich zeige, wie man das genau macht. Heute geht es einfach darum, eben bestimmte Dinge von dieser festgelegten Übungszeit, an die ich mich mit ein bisschen Disziplin einfach halten sollte, eben zusätzlich noch Zeit gewinnen kann im Alltag. Und das geht meiner Meinung nach am besten mit reiner Technik. Denn Technik kann man überall üben. Das Einzige, was wir dazu brauchen, sind unsere Hände. Ja, wenn man es schafft, dass man Stöcke und Pad mitnehmen kann, dann kann man das auch nehmen. Also die Dinge gibt es auch quasi dann etwas kleiner. Da lege ich mal ein paar Links in den Artikel runter. Da könnt ihr euch mal ein kompaktes Pad anschauen. Also nicht sowas, das ist immer ein bisschen schwierig. Aber selbst wenn ihr gar nichts dabei habt, sondern nur eure Hände, könnt ihr schon einiges machen. Und zwar kann man da zum Beispiel Rudiments üben, alle Art von Handsätzen. Ja? Und das sieht dann folgendermaßen aus. Ich gehe her und lege meine Hände auf die Schenkel. Ja? Ich kann hier mal die Snare kurz zur Seite legen. Dann kann man das noch ein bisschen besser sehen. Und das kann ich auch ganz unauffällig machen, wenn ich im Bus sitze und ganz leicht mal anfange, zum Beispiel mit den Handflächen Singles schlage. Rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links. 1E und die 2E und die 3E und die 4E und die und etwas schneller. 1E und die 2E und die 3E und die 4E und die 3E und die 4E und die. Ich kann auch den Fuß hinzunehmen, indem ich einen Viertelpuls stampfe auf den Fuß, ganz leicht. 1E und die 2E und die 3E und die 4E und die. Eins und die zwei und die drei und die vier und die eins und die zwei und die drei und die vier. Zwei und die drei und die vier und die eins. Okay, das gleiche geht natürlich auch mit Doppelschlägen. 1E und die 2E und die 3E und die rechts, rechts, links, links, rechts, rechts, links, links, rechts, rechts, links, links, 1 und die 2 und die 3 und die 4 und die 1, 2, 3, 4, rechts, rechts, links, links, rechts, rechts, links, links, rechts, rechts, links, links, rechts. Oder mit Paradiddeln. 1E und die 2E und die 3E und die 4E und die rechts, links, rechts, rechts, links, rechts, links, links, rechts, links, rechts, rechts, links, rechts, links, links, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Ja? Und dann kann man natürlich auch Flams üben. Flam Taps. Und so weiter, Tracks. Dazu könnt ihr mal die Playlist Rudiments anschauen. Da zeige ich grundlegende Rudimentgruppen. Die reichen mal basismäßig aus. Und das ist so das Übelmaterial, das ich für Technik verwende. Ich würde es am Anfang einfach mal auf Singles, Doubles und Paradiddles dann bewinden lassen. Das reicht vollkommen aus. Und jetzt wird natürlich der eine oder andere dann gleich sagen, ja Moment, das nervt doch die anderen. Ja, das kann natürlich passieren, dass das jemand anderen stört. Ich selbst sage dann als Musiklehrer, das hat nichts mit Nervosität zu tun, das müssen Sie bitte entschuldigen, das ist Berufskrankheit. Ja? Könnt ihr einfach mal rotzfrech probieren. Ja? Für die Kunst muss man halt leiden, heißt ja nicht immer, dass das wir sein müssen, das können ja auch die anderen sein. Ja? Aber das nur ein kleiner Scherz am Rande. Wenn es wirklich mal eine Situation ist, wo man wirklich nicht auffallen will, kann man das auch wirklich nur mit den Fingern machen. Also da müsst ihr jetzt mal auf den Ganzbildschirm drücken, also den Vollbildmodus, und dann kann ich das auch nur mit den Fingern machen. Zum Beispiel hier mit den Zeigefingern
rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links. Ja. Doppelschläge, rechts, rechts, links, links, rechts, rechts, links, links. Paratitel. Rechts, links, rechts, rechts, links, rechts, links, links, rechts, links, rechts, rechts, links, rechts, links, links. Das kann ich auch nur mit den Fingerspitzen machen. Und das Ganze kann man natürlich auch einfach im Gehen machen, wenn man läuft. Das heißt, auf dem Weg zur Arbeit oder wenn man spazieren geht oder was auch immer, wenn man eine Strecke zu gehen hat im Alltag, auf der Straße, kann man das so nebenher machen. Ihr werdet feststellen, wenn ihr das regelmäßig macht, dann gehen diese Figuren sehr schnell in Fleisch und Blut über und ihr macht das dann auch unterbewusst und das ist auch der Sinn und Zweck der Sache, denn wir wollen diese technischen Pattern ja möglichst schnell ins Unterbewusstsein kriegen und deswegen ist es auch nicht schlimm, wenn man das nicht mit Stöcken übt, sondern es geht rein um das Memorisieren der Bewegungsabläufe. Also ich spiele rechte Hand, linke Hand und dann hilft es auch, wenn ich sage rechts, links und mache das nur mit dem Finger. Da geht es einfach darum, dass ich es lerne möglichst akkurat rechts, links, rechts, links zu spielen oder rechts, rechts, links, links oder rechts, links, rechts, links, links. Und deswegen kann man das so machen und das geht dann wirklich in Fleisch und Blut über. Wenn ihr das eine Weile macht, werdet ihr feststellen, dass ihr das ganz automatisch macht, wenn ihr ein bisschen Leerlauf habt. Ihr steht am Schalter in der Bank zum Beispiel oder müsst irgendwo warten und ihr fangt das dann einfach an und andere machen dann darauf aufmerksam mit Fragen, sind sie nervös? Und dann könnt ihr eben meinen vorhin angebrachten Scherz dann anbringen. Das ist eigentlich ein gutes Zeichen, weil das zeigt, dass ihr das Ganze wirklich so verinnerlicht habt, dass ihr da nicht mehr groß drüber nachdenken müsst. Und wenn ihr dann diese Sachen ein Weilchen so geübt habt und das dann auch noch zum Aufwärmen, wenn ihr wirklich ans Set geht, kurz 5 Minuten Spiel, werdet ihr feststellen, dass das immer besser geht und dass ihr gar nicht drüber nachdenken müsst, was spiele ich da eigentlich für eine Figur jetzt und müsst die groß auf den Noten angucken. Ihr könnt dann einfach diese Figuren spielen und wisst, aha, ich spiele einen Single Stroke, einen Double Stroke, einen Paradiddle, Flams, Flam Taps, was auch immer. Das geht mit jeder Rudimentfigur. Ja. Den gleichen Kram kann man natürlich auch in den Füßen machen. Da stampft ihr bitte einfach auf den Füßen. Also wer Double Bass übt, einfach rechts, links, 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 rechts, rechts, links, links, rechts, rechts, links, links. Rechts, links, rechts, rechts, links, rechts, links, links, rechts, links, rechts, rechts, links, rechts, links, links. Das dürfte für die meisten genügen. Ja, man kann natürlich auch Flams und Tracks auf der Bassdrum spielen. Das sind dann aber doch recht spezielle Sachen, die dann erst später vielleicht relevant werden. Für den Anfang reichen eigentlich diese drei Hauptgruppen, Single Strokes, Double Strokes und Kombinationen. Und so kann ich einfach jede freie Minute, die ich übrig habe, weil jeder hat mal so Leerlauf von 5 Minuten, wenn er wartet, einfach nutzen. Da erweitert sich dann die Übezeit enorm. Denkt man einfach drüber nach, wie oft ihr irgendwo wartet. Und wenn ihr das alles addiert, kommt ihr am Tag mindestens nochmal auf eine Viertel bis eine halbe Stunde, je nachdem, wie viel ihr dann wartet oder wo ihr dann genau Leerlauf habt. Sowas kann man auch beim Fernsehgucken machen. Da stellt ihr dann fest, ich habe dann doch wesentlich mehr Zeit, um diese Technik zu üben. Das war jetzt meine Strategie zu dem Thema, wie gewinne ich mehr Übezeit. Probiert das einfach mal aus. Dabei wünsche ich euch jetzt viel Spaß. Wer jetzt noch nicht Abonnent meines Kanals ist und hier nichts mehr verpassen möchte, findet hier jetzt einen Abo-Knopf. Einfach draufklicken, dann seid ihr dabei. Lasst mir einen freundlichen Kommentar dazu da, ob das geklappt, was ich da mache. Gebt mir einen Daumen hoch, das hilft mir. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt noch viel Spaß beim Schlagzeugspielen. Und nicht vergessen, start drumming!